Yo YouTube, was geht ab? Willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Zweitkanal. Wir machen mal wieder Community Custom Games. Da sind 100 Leute aus meiner Streaming-Community in einer privaten Lobby drinnen und dürfen nur Sniper spielen. Das Ganze findet im Trio-Modus statt, das heißt drei Leute pro Team und alle drei spielen immer nur Sniper. Es könnte auf jeden Fall super, super, super spannend werden. Ich freue mich irrsinnig drauf. Das Ganze haben wir irgendwie vor ein paar Monaten schon mal gemacht und da war das schon wirklich insane. Warte, falsche Szene, sorry, my bad. Das war schon wirklich absolut insane. Das hat so Spaß gemacht zuzuschauen. Das Ganze war damals im Duo-Modus und nicht im Trio-Modus. Das heißt, das Ganze könnte jetzt noch ein Schnuff hektischer werden. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Lasst gerne noch ein Like da auf dem Video und ein Abo auf dem Kanal, damit ihr nichts weiteres verpasst. Ja, ganz, ganz wichtig. So, und wenn ihr mal bei den Community Custom Games mitmachen wollt, dann gerne auf Twitch vorbeischauen. Zweiter Link in der Videobeschreibung. Ganz, ganz wichtig. So, Gaming Bro und Co. hier auf der Krone am Landen. Da machen die Krone einfach schnell fertig. Und können sich direkt einen Loadout ziehen. Das ist halt wirklich geil. Also die landen jetzt alle absolut safe, fighten sich nicht, damit sie so schnell wie möglich einfach einen Loadout anbekommen. Der Weihnachtsmann ist AFK, schade. Hat aber zum Glück automatisches Fallschirmziehen an. God bless. Warte, wer ist das? Was ist das für ein Team? Parox, Keta und Killer Elite. Ich glaube, das ist auch ein Twisted-Team. Wir haben ein paar richtig, richtig, richtig gute Teams dabei. Dieses Team ist auf jeden Fall mein Favorite-Team. Kaneki, Schmeiki und Klaxi. Schmeiki, für die Leute, die es nicht wissen, ist mein Cutter für den Main-Channel. Also was der Mann mit den Fingern drauf hat, das ist wirklich kriminell, ja. Auch beim Cutten. Auch beim Cutten. Achso, die machen hier einen ganz chilligen. Wir machen hier auch einen ganz chilligen. Da wird wirklich nicht gefeit. Es leben noch 102 Leute. Niemand. Es leben noch 101 Leute. Bis jetzt nur eine Person ausgeschieden im Gulag. Aber sonst noch alles drin für alle. Oh, es wird schon gesniped. Irgendein Team hat schon Sniper. Wir müssen auf das Team rauf. Hier, die haben jetzt auch Sniper. Wunderbar. Pony, kühles Blondes und Mr. Raphael. Die haben drei Sniper. Können sich noch eine UAV ziehen oder ein zweites Loadout, je nachdem, wie die wollen. Aber es wird tatsächlich eine UAV gepoppt. Sehen wir auf der UAV was? Wir sehen nichts, weil das nicht funktioniert, wenn man Zuschauer ist. Schade da. So. Wir dürfen alle snipen. Müssen alle snipen, so rum. Oh, hier wird schon gesniped vor denen. Einer knockt, einer knockt, einer knockt. Oh, Ponys raus, Ponys raus. Oh, Raphael, Raphael. Oh, 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 die werden so umgepusht. Oh mein Gott. Nein, nächste von denen tot. Nur noch Mr. Raphael. Lauf, lauf und erleben mein Messer. Nimm die Beine in die Hand. Da, was passiert hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott, viel zu langsame Sniper. Wieso machst du einen Schalldämpfer darauf? Oh mein Gott, wer macht die gerade so fertig? Da wird gerade 1v3'd. Da wird gerade komplett 1v3'd. Oh mein Gott. Irgendwer hat die gerade OnlyFreed und wir haben es leider nicht gesehen. Das war gerade komplett krank. Irgendwer hat die gerade sowas von fertig gemacht. Krasser Scheiß. So, warte. Ist irgendwer hier am Fighten? Wir wollen nicht Loop machen, sondern Flaggen machen. Wir wollen sehen, wo die Zone endet. Oh, bei Lakes geht's jetzt ab. Da geht's jetzt ab. Ich glaube, Lakes war der die gerade One-Freed hat. Ziemlich sicher. Ich glaube, Lakes ist Turbo-Geek. Turbo-Geek. Macht euch gespannt. Macht euch gefasst. Macht euch gefasst. Lakes Turbo-Geek. Ich glaube, das ist der Goat. Ah, jetzt wartet Lakes tatsächlich auf den Mate. Ne, Mate wirklich andere Seite der Karte. Der muss das wieder One Freed haben. Der muss schon wieder alleine spielen. Mach es, tu es. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Lakes ist World's Greatest. Komm, Lakes, tu es. Man muss aber auch sagen, die Waffe ist schon okay, ja? Das ist schon geil. Oh mein Gott.
Das ist insane unlucky. Das ist so unlucky. Wow, ist das unlucky. Er stirbt am Cluster. So, Klaxi, Schmeiki und Kiniki. Kaniki, ich sag das die ganze Zeit falsch, glaube ich. Was ist das für eine coole Tarnung, die der hat? Die ist ja richtig cool, what the fuck? Ich will die auch haben. Oh, Longbow? Longbow auf Close Range, dabei ist das geil. Nice, good shot. Nice. Ah, Klaxi, ist Klaxi Freak. Ich hab Klaxi Freak. Jetzt haben wir wieder Black Screen. Weil Zuschauermodus ein bisschen weird ist. Kaneki übrigens down. Schmeiki aber noch alive. Schmeiki und Klaxi noch beide alive. Klaxi hat den Finish übrigens gar nicht bekommen, auf den er genockt hatte. Hat den Finish gar nicht bekommen. Schöner Shot. Geht den Full. Hat den Full bekommen. Let's go. Weg. Ganz wichtiger Shot. Ich habe jetzt Schmeiki sogar gerade gesaved, weil Schmeiki gerade full angeschossen wurde von dem. Ich würde auch gerne Schmeiki zuschauen, muss ich zugeben. Ah, ich sehe ihn leider nicht. Okay. Unlucky. So, Alex hat wieder seine Waffen. Schmeiki dead. Klaxi auch knocked. Oh mein Gott, was passiert hier? Oh mein Gott, es wird wild. Alex und Co. jetzt in einem Fight. Halt unlucky, wenn man hier kein Selfies hat. Das ist halt Brise miese tatsächlich. Du brauchst halt so dringend ein Selfies, weil du halt die ganze Zeit One-Shot-Sniped wirst. Schöner Shot. Der war doch drauf, erzähl mir keinen. What the fuck, der war komplett drauf auf dem Kopf. Wie war denn das kein Headshot? Wie war das kein One-Shot? Easy Shot. Nice. Macht er gut. T-Bomb jetzt downed. Lakes in einem 1 gegen 1. Lakes in einem 1 gegen... 2. Nice Shot. Nice Shot. Digga, hat der eine fette Helmbombe kassiert. Crazy. Miss Satisfied Jack und Schwammkub. Zwei Mods von mir. Miss Satisfied und Jack. Was machen die hier? Wird am Rand der Zone gekämpft, oder was? Ja, natürlich. Immer der Klassiker mit diesen Bots. Mods meinte ich, nicht Bots. Sorry. Hab ich versprochen, glaube ich. Komm. Oh mein Gott. Hättest du dir wirklich noch eine Sekunde länger genommen? Oh mein Gott. Bitte, Bro. Bitte, Bro. Bro, bitte, der steht still. Bitte. Bitte, Bro. Bro, bitte. Bitte, Mann. Bro. Bro. Jo, Duncan, komm. 2010, ist das Baujahr? Ist der 14? So, wen haben wir noch? Dusty Snake. Alter Hut. Das ist eine Longbow tatsächlich in seiner Hand. Die sah so komisch aus. Johnny hat leider keine Waffen. Er hat auch keine Waffen. Wird gecampt, na klar. Was habe ich erwartet, wenn ich sage, hey Leute, spielt bitte nur Sniper? Habe ich erwartet, dass die Leute reinpushen? Nein, habe ich nicht, keine Sorge. Es leben übrigens noch 75 Leute. Es leben noch 30 von 33 Teams. Also no joke, das ist krass. Nur drei Teams sind dabei, Team Wipe. Muss sich schon ganz schön kacke anfühlen, wenn man eins dieser drei Teams ist. Glaube ich. Nein. Ich sehe nichts.
Oh, nice shot. Good one. So. Das ist auch eine gute Strategie tatsächlich. Das ist auch nicht schlecht mit so einem Visier. Nice, good shot. Den hatten wir perfekt drauf. Let's go. Hat den Full bekommen? Ich glaube, der hat den Full gar nicht bekommen. Aber hat er sehr gut gemacht. Das Visier ist halt auch clean, muss man schon sagen. Das Visier ist sehr clean. So, die campen sich hier unten einen ab. Werde ich durchschauen. Vielleicht finde ich irgendein Team, was gerade am Fighten ist. Ja, die zum Beispiel. Rein in die Eule. Ingame. Eule zusammen mit Peppy noch alive. The Beast is dead. Eule knockt an den Nades. Oh mein Gott, krasse Nades gewesen. Peppy auch tot, schade. Weiß ich noch nicht, Wolf. Ich glaube, wir machen dann noch eine Trios. So, von hinten Travis und Matti hier am Reinmoven. Die Bala ist kurz so ein guter Name. Jetzt muss er den Namen aber auch gerecht werden, oder? Komm, vorne sind drei Leute. Jetzt Bala die kurz, oder? Um den her. Safe zone located. Target spotted. Oh mein Gott, war er schnell down? Oh mein Gott, der hatte gar keine Chance. Er hatte wirklich schon vorne, wir sind gar keine Chance. Gewinnt Pippi den Fight leider nicht. Gar keine Chance, was zur Hölle. Er ist einmal kurz runtergesprungen. Ich glaube, er wollte nicht mehr runterspringen. Er hatte dieses automatische Rüberspringen hat er an. Und ist dann unabsichtlich rüber. Ja, das ist unlucky. Scorpy dead. Lawless kann auf Loaded landen. Die campen hier Mitte der Zone. Mr. Big L. Ich glaube, das ist auch ein gutes Team. Mr. Big L. YT-GLO Alva und RS77 mit so einem Turm vom Schacht. Das muss ein gutes Team sein, glaube ich. Das muss ein gutes Team sein. Hier vor denen sind sogar Gegner. Let's try. Oh, aufpasse. Richtige Smoke. Nice Shot. Und wird von hinten gesniped. Das ist halt so pain. Das ist wie ganz wichtige Snipes jetzt von Lukas. Ganz wichtige Snipes. Weil das Team pusht jetzt close. Einer schon komplett close. Einer fast in ihm drinnen. Schöner Shot. Close. Aber einer auf jeden Fall close bei denen jetzt. Unten, steppt unten bei denen. Lukas wieder missen. Chopper, komm. Chopper, tu es, ich glaube an dich. Komm, tu es. Schöner Shot, genau so nämlich. So will ich das sehen. Lukas wieder komplett am Missen. Karana und Diffigiano hier am Rand der Zone, die müssen jetzt reinmoven. Haben Gegner komplett neben sich, nice Nate. 71 weg. Nur aufpassen, dass er jetzt nicht gesniped wird, während er da still steht. Mann, das war ganz knapp an seinem Kopf vorbei. Oh mein Gott. Oh mein Gott, tot. Oh, gib ihm Quickie. Oh mein Gott. Was passiert hier?
Das ist zu viel gleichzeitig. Hier passiert alles und nichts gleichzeitig. Was zur Hölle? Gas is closing in. Get to the new safe zone. Er kann den oben jetzt pushen. Das ist ein guter Spot, wenn er den oben einnimmt. Kriegt den Jump nicht ganz hin. Komm, nochmal den Jump machen. Ohne Jump diesmal. Okay, wichtig. Alles gut, du kannst nochmal hoch. Da liegt einfach einer. Da ist auch noch einer. Oh mein Gott. Karana kann gerade gar nichts machen. Es sind so viele Leute um ihn herum. Guter Play. Einfach mal rüber sippen. Einfach mal rüber. Ins War. Einfach ins War. Wird gesniped im War. Und muss sie jetzt da durcharbeiten. Also das wird eine ganz spannende Rotation. So viel kann ich jetzt sagen. Aber Karana ist nicht der Arsch. Der kriegt das hin, sag ich. Nice Shot. So, Karana 14.000 Cash auch auf der Tasche. Bedeutet, Karana kann ganz viele Mates wieder kaufen. Und UAV im besten Fall. Hunt der UAV ab, wichtig. Das könnte mal spannend werden hier. Wir schauen jetzt einfach mal ein bisschen bei Karana zu, okay? Einfach mal schauen, was da so geht. Weil die Rotation rein, das ist halt wirklich, das ist ja wirklich ganz schrecklich. Da muss ich jetzt so durcharbeiten. Aber so mit Sniper ist halt... Nice Shot. Oh! Das Ding ist over. Es sei denn... Hold on. God's plan. Okay. Habe ich zu früh abgeschrieben, glaube ich, den guten Karana. Zu früh abgeschrieben, Smoke. Zu früh geworfen. Viel zu früh. Kann beide Mates wieder kaufen. Und Selfless? Er hat beide gekauft. Okay, perfekt. Ach, der ist nochmal rangegangen, nochmal für ein Selfless, maybe. Aber Karana richtig aufgeregt. Man sieht's auf jeden Fall. Man sieht's. Aufgeregt oder überfordert oder beides, je nachdem, wie man will. Könnte natürlich definitiv beides sein. Aber was hier gerade passiert, ist wirklich krank. 39 Leute noch alive auf diese kleine Zone. 17 Teams. Einfach nur komplett am Quickscope male. Was passiert hier? Karana auch gleich keine Muni mehr. Beide Teams jetzt wieder tot. Alter Hut, nicht tot. Nevermind, noch nicht tot. Oh, schöner Shot. Aber gleich keine Muni mehr. Ein Magazin noch. 5 Schuss. Schöner Shot. Oh mein Gott, was passiert hier? Oh mein Gott. Ich muss mal ein bisschen durchswitchen jetzt. Hat irgendwer richtig viele Kills? Irgendwer, wo es Wolf ist, richtig zuzuschauen. Karana wieder live. Zwei Kills. Null Kills. Sieben broken. Broken mit 7. Die sind auch Mitte der Zone und haben gut Kills. Mitte der Zone, alle drei live. Beste Voraussetzung. Schöner Schuss. Hast du ganz Selfless jetzt bei sich? Das ist big. Die könnten das Ding gewinnen. Die können das Ding definitiv gewinnen. 8 Kills jetzt. 8 Kills auf dem Tacho zusammen mit Dieter und Payne. I'm on your side. Watch who you shoot. Einem Headglitch vor denen. Wenn wir die zu dritt abheben, können die das gar nicht verlieren hier. Es sei denn, da kommt eine Nate rein und noch zwei. Was passiert hier?
Was ist dieses Team? Nice. Nice. Nein. Klaxi, Klaxi, 9 Kills. Schöne Nate, sehr schöne Nate. Oh, nice try. Ich glaube, das war sein eigener Nate, den ihn genockt hat. Jurik jetzt 4 Kills. Einer in der Luft. Der Ravi jetzt genockt. Broken und Dieter nochmal. Broken und Dieter nochmal. Ein Trio ist noch drinnen. Ein Duo, ein Solo. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, nicht mit der Waffe schlagen. Das war doch ausgemacht, nicht mit der Waffe schlagen. Hallo? Eins gegen drei. Putz. GG's. Stark gespielt von den Jungs. Stark gespielt. Auf den Jungs war ich noch gar nicht drauf, tatsächlich. Wie war ich auf den nicht ein einziges Mal drauf? Schade da. Ey, aber GG's. GG's, stark gespielt von allen. Sehr, sehr stark gespielt. Was? Also, was zur Hölle ist hier gerade passiert? Digga, da war viel zu viel gleichzeitig los. Das war ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ey, ich hoffe natürlich dennoch, YouTube, dass euch das Video gefallen hat. Falls das der Fall ist, gerne ein Like auf dem Video und ein Abo auf dem Kanal da lassen. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Haut rein.